Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlachten Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Menschen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, wir haben eine Schlacht gewonnen, dürfen aber nichts behalten, so schaut's nämlich aus. Ich muss noch umswitchen, aber ich schaue erst noch ganz kurz, ob ich auch wirklich aufnehme. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja. Okay. So, was muss ich noch? Ich muss noch das hier verteidigen. Okay, dann machen wir das doch mal. Sollte machbar sein. Viele Bogenschützen bauen, Katapulte, dann passt das. Behalten darf ich nichts. Dessen sollte ich mir immer bewusst sein. Wenn es doch passiert, ja, was muss ich dann machen? Die Leute halt wieder auflösen. Ich glaube, das gibt auch kein Geld zurück. Hoffe ich. Sollte nicht passieren, aber wenn es passiert, dann werden sie entlassen und gut ist. Ansonsten muss man mal schauen. So. Ja, ja, ich hab's doch gesagt, Bogenschützen, aber auch das werde ich brauchen können. So. Ich kann den Theoden wiederbeleben. Das Problem ist, wenn ich den jetzt hier in dieser Schlacht wiederbelebe, dann ist es nicht gut. Das ist dann ganz, ganz schlecht. Den könnte ich leveln. Den level ich. Ah, ich versuch's zumindest. Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Holen wir uns aber erst den Faramir. Ich darf sie ja nicht behalten, das ist das Ding. Ne? Ich darf sie nicht behalten. Das ist der ganz große Vorteil. Ich hoffe, ich muss sie auch auflösen. Ich bin mir da gerade echt unsicher. Aber das sehen wir jetzt dann gleich alles. So, das Tor gehört nicht mir, kann ich nicht öffnen. Jetzt schauen wir mal. Es wird schon. Ich habe ja hier drei Vorposten und diesen Kram. Müsste schon gehen. Ich möchte auch gern nochmal erinnern, dass ihr jederzeit am Community Clash teilnehmen könnt. So ihr das denn wollen würdet. Jeden zweiten Samstag findet der nämlich statt. Und da gibt es ein Infovideo zu auf meinem Kanal. Das kann man sich anschauen. Die Videos habt ihr mit Sicherheit gesehen. Ihr braucht halt das Spiel Aufstieg des Hexenkönigs auf Patch 2.0.1 derzeit. Und Tangle, das ist ein kostenloses Programm zum Spielen. Das funktioniert ganz gut, benutze ich auch. Und das war's. Eintragen in die Datei und dann geht's los. Mehr ist das nicht. Ganz easy. Wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht. Aber es ist halt ein Projekt eigentlich für euch. Und wenn die Leute nicht mitspielen, wenn sich keiner findet, dann werde ich es einstellen müssen. Was schade wäre, es macht schon Spaß, aber für Edain fehlt mir die Zeit. Da dauert ein Spiel über eine Stunde oder eineinhalb. Ein ganz normales Gefecht. Ja, zumindest habe ich das mal gegen die brutale... Ich habe es mal gespielt, der Edain-Mod, auch gegen die brutale KI. Es macht schon Spaß, aber ich habe nicht Zeit für 40 bis 60 Minuten pro Spiel. Das ist zu viel. Dann finde ich ja der Ringe hier schöner. Da ist man nach 20 Minuten im Late Game. Passt. Das passt schon. Ist dann ganz gut. Und das ist mir dann auch recht. So, wie gesagt, Theoden darf ich nicht wiederbeleben. Das wäre ein großer Fehler. Und dann bauen wir hier noch ein paar Gehöfte. Ja, so. Das dauert nicht lange. Wird erledigt. Wir müssen sie aufhalten. So, dann tricken wir die KI mal ganz kurz aus. Austrickseln. Die soll herkommen. Soll sich abschießen lassen. Ja, ja, da sind sie auch schon. Und Türchen wieder zu. Oh. Jupp, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir den Nazgul töten. Der muss weg. So, sehr schön. Das gibt uns gleich die Möglichkeit, hier einen riesen Pfeilhammer reinzustellen. Das Tor zu reparieren. Ja, läuft. Ich glaube nicht, dass die KI das gewinnen wird. Glaube ich nicht. Und das ist mir auch sehr recht, wenn sie es nicht schafft.
Ja, holen wir uns noch ein Türmchen. Türme sind auch immer ganz gut. Ja. Und da kann die KI jetzt gerade gar nicht so viel machen. Wenn ich hier so stehe, relativ sicher, dann passt das schon. Wie gesagt, die Helden und alles werden nur gelevelt. Aha. Interessant. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber sehr interessant. Jo, solange es nur so Kleinigkeiten sind, macht es nichts. Schlimm wird's, wenn sie mit mehr Leuten kommen. Ist bisher aber ja nicht der Fall. So, der Tom Bombadil ist auch schon bereit. Nur falls wir ihn brauchen würden, was derzeit nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich möchte die Helden auch leveln. Das heißt, den hole ich mir, den Gandalf hole ich mir. Den Rest müssen wir dann mal sehen. Marktplatz werde ich bald bauen. Gibt nämlich einen schönen Bonus. Ja. Da geht noch was hin. Solange nur bis auf Kleinigkeiten kommt, ist das vollkommen egal. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da getroffen haben. Ja, ist okay. Passt. Kann man nichts meckern. Also das geht halt. Das ist halt eine Festung, die lässt sich leicht verteidigen, wenn es nur eine Armee ist, die ohne Armee quasi angreift. Später sollte das schwieriger werden, wenn die KI dann richtig, richtig zur Sache geht. Ja, könnte ich, aber tatsächlich möchte ich das gerne noch abwarten, bis ich den Marktplatz habe. So, jetzt kommt der Troll. Mal sehen. Und wie hoch ist der Schaden? Ist okay. So, der kann dahin. Die können feuern. Passt. Ich weiß nicht, ob die KI eine Burg gebaut hat, eine Festung. Das sehen wir gleich. Für diesen Zweck sollte ich Belagerungswerke bauen, allerdings an der Front. Ja. Vielleicht bauen wir noch eine Schmiede. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Jo, und dann rennen wir mal raus, weil ansonsten macht das nichts. Na, das ist jetzt relativ egal. So. Der Lord Alex, der macht sich jetzt auch gut. Kämpft sich hier durch. Hat den dicksten Schild, den ich ihm geben konnte. Ich glaube aber, der ist aus Holz. Ups. Nice. Das tat weh. Also ihr seht schon, die KI, die benutzt die Kommandos, die Kampfpunkte, Fähigkeitspunkte, whatever, die benutzt sie schon recht gut. Aber ob es gut genug sein wird, tja, das wird man sehen. So. Dann reparieren wir jetzt mal das Tor. Es ist ja egal, also wenn jetzt die Helden die einzigen sind, die jetzt hier ein bisschen leveln, dann ist das auch in Ordnung. Es stört mich wirklich fast gar nicht. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Belagerungswerkstatt hin. Ja, da schaut's schön aus. So. Wunderschön. Na, das hoffe ich doch mal. So. Türmchen bauen. Hurra, hurra, hurra. Wir haben viel zu tun. Der Feind ist unter uns, Männer. Komm, alter Bombardier. Genau, der alte Bombardier. Mal sehen, ob hier noch irgendwo Gegner rumschwirren, die wir angreifen können.
Müssen wir gleich mal schauen. Sieht bisher nicht so aus. Und weg ist er. Ja genau, schneidet ihm die Köpfe ab. Da wissen wir schon, dass wir an der richtigen Adresse sind, ne? So. Da greifen wir jetzt an, der stellt sich defensiv auf. Der kämpft. Der schießt wieder. Oh, das schaut böse aus. Lauf mal. So. Nice. Das machen wir schon. Bum bum. Passt. Hier noch was bauen. Ja, da ist nicht so. Ja, hier. Ich würde mal sagen, das passt soweit. Ja. Die kriegen noch Boni. Da blasen wir ordentlich ins Horn. So. Ich würde mal sagen, das passt so schon. Könnt ihr mal den Troll töten, bitte? Danke. So, wie gesagt, ich darf nichts von all dem, was ich hier mache, behalten. Nichts. Außer ich kann es mir leisten und will es mir leisten. Ne? Das ist der Deal bei diesem Playthrough. Keine extra Boni mehr. Nie wieder. So. Die Feuerpfeile zerbersten die Gebäude richtig. Das gefällt mir auch sehr gut. So. Nun schlägt unsere Stunde. Treibt sie heraus. Bleibt zusammen. Pfeile. Ne? Schießt, schießt. Wir brauchen einen Baumeister. Ah ja. Ja, das macht ja nichts. Macht euch bereit. Habt ihr etwas gehört? Pfeile los. Das passt soweit schon. Zumindest konnte ich die Helden jetzt ein bisschen leveln. Es wäre doof, wenn ich sie nicht auflösen könnte, aber das täte mich wundern. Vielleicht ist dem aber auch so. Dann habe ich halt... Dann... Hm. Aber dann kann ich es auch nicht ändern. Weil es wäre schon mies, wenn ich jetzt keine Helden ausbilden dürfte, nur weil ich sie mir dann nicht leiste. Also, das müssen wir jetzt gleich mal sehen, wie das läuft. Ich weiß es natürlich nicht. Aber das sehen wir. Ja, genau, meine grenzenlose Macht. Die ist so grenzenlos. Grenzenloser geht schon gar nicht mehr. Zu viele von den Dingern hat er gebaut. Dass ich das jetzt gewonnen habe, ist aber kein großes Wunder. Immerhin hatte ich 3 Vorposten und ein Leuchtfeuer. Das ist schon eine ganze Menge. So, aufpassen. Ich darf nichts behalten. Ah, guck, ich kann sie nicht entlassen. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist doof. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich das machen soll. Ich darf sie nicht entlassen, das ist das Problem. Die Helden bleiben mir jetzt. Ich muss sie mitnehmen. Das heißt, ich habe sie jetzt quasi auf Pump gekauft. Ich habe jetzt keine Regel dafür aufgestellt. Ich kann halt nicht dafür sorgen, dass sie sterben. Ohne dass sie leveln und so weiter. Das ist schwierig. Ich kann sie nicht entlassen. Helden können nicht entlassen. Okay. Puh. Das ist ja doof. Ich meine, zum Land verteidigen brauche ich's, ne? Ja gut, dann gehört das dazu. Dann... Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als die Helden zu behalten. Es ist zwar... Es ist zwar nicht richtig, dass ich die Helden behalten darf, finde ich persönlich jetzt.
Aber was soll ich da jetzt groß machen? Was soll ich da jetzt groß machen? Ha. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es jetzt bloß so lassen, wie es ist. Ich kann jetzt keine Gehöfte und nichts mehr bauen. Da habe ich Pech gehabt. Ich glaube, die nehme ich besser mit zum Angriff auf Helmsklamm. Die Frage ist, soll ich jetzt Helmsklamm angreifen? Oder soll ich versuchen, hier irgendwie so ins Hinterland zu kommen? Ah, schwierig. Weil den Erebor verteidigt man sehr schlecht, ne? Helmsklamm ist die Festung schlechthin. Finde ich. Ja, hier oben wäre ich auch gut aufgestellt mit Khandoum. Werde ich aber nicht bekommen. Da hat es drei Gegner: Elben, Orks und Zwerge. Hier jetzt bloß zwei: Uruks und Elben. Ah. Wenn ich erst in die Pforte einfalle. Und dann kann ich immer noch entscheiden. Ich glaube, ich mache das so rum. Die Helden muss ich jetzt behalten. Das geht leider nicht anders. Ne? Ich kann's nicht ändern. Der Faramir bleibt hier. Und dann schauen wir mal, ob wir uns aus Gilead zurückholen können. Anders geht's nicht. Also es nervt mich mit den Helden, aber da muss ich halt drumrum spielen. Das ist halt so. Weil ich finde persönlich, also ihr könnt da gerne mal eure Meinung dazu jetzt reinschreiben in die Kommentare für die nächste. Ich spiele ja nochmal mit allen Völkern nach diesem Modus jetzt mit Patch 2.02 und dass ich nicht ins Negative eigentlich darf mit meinem Schatz hier oben. Aber ich kann nicht restriktiv sagen hier irgendwie oder wie auch immer sagen, dass ich jetzt sage hier, nee, ich darf keine Helden ausbilden. Das finde ich Schwachsinn. Weil zum Verteidigen brauche ich sie. Ich dachte, ich könnte. Ne, aber. Na gut. Ich lasse es jetzt so. Okay, der Plan hat so weit funktioniert, dass ich dieses Land verlor, aber dieses Land gewinne. Das heißt, die Pforte bringt mir keinen Bonus. Und ich verliere meinen Rohstoffmultiplikator. Hier kann ich verteidigen. Das wird sehr schwer, Ithilien zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das wird wieder geschenkt da oben. Und da werde ich natürlich Gandalf jetzt ausbilden, weil ich kann es. Allerdings könnte mich das auch in Teufelsküche bringen. Da muss ich jetzt wirklich mal schauen, wie ich das am besten mache. Allerdings wird das jetzt so nichts. Ich muss da wirklich mal überlegen. Es ist knackig, es ist sehr schwer und es kann gut sein, dass ich den Playthrough, diesen Run nochmal starten muss, weil ich verliere. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.